Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell. Wie versprochen geht es los. Wir wandern aus. Wir wollen. Oh, das ist gut. Zwei Stück essen, Rest mitnehmen. Wir wollen nochmal zu unserem alten Lager zurückkehren. Ja, gespeichert habe ich, okay. Ich rüste mir trotzdem den Speer aus. Hier sind gerade Paranüsse gefallen. Nee, unbekannte Nuss heißt die einfach bloß. Die werden auch gleich weggesnackt, weil Fette uns fehlen. Oh, 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 Ameisenhaufen. An dem müssen wir mal einen Umweg gehen, sonst haben wir gleich einen Ausschlag. So, hier gibt es wieder eine Zwiebel unter dem Baum. Dafür brauchen wir den Topf, damit wir dann nämlich Suppen machen können. So, das heißt aber allerdings für uns jetzt... Oh. Den nehmen wir erstmal so mit. Dann hält er sich ein bisschen länger. Wir haben jetzt wirklich ein ganzes Stück zu wandern. Maus lassen wir mal liegen. Und ich hoffe... Unter großen Bäumen und alten Bäumen, da vielleicht. Nicht hier irgendwo eine weiße Paranuss. Sieht nicht danach aus, okay. Da ist wieder so eine Zwiebelpflanze. Ich meine, die Lebensmittelvergiftung an sich war ja schon echt scheiße. Aber es war ja schon cool mit, mit dem Ganzen, was es gegeben hat, ne? Das hier müsste man eigentlich abbauen. Gibt hier noch irgendwas, was wir vergessen haben? Einen kleinen Stock. So. Essen. Okay, es sind ziemlich viele Bananen. Da seht ihr das, der Skorpion. Der macht so eine komische Geräusche. Blöde Mistvieh. Oh, Müsse. Karte gerade nicht komplett offen. Ich hoffe, dass ich etwa in die richtige Richtung gehe. Gutes Wasser? Nein. Hätte ja sein können. Ich hoffe wirklich, ich finde jetzt so nach dieser Karte den Weg in etwa. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, dass es nicht einfach wird. Hier wirklich in dem Dschungel durchzukommen. Denn es ist echt ein ganz schönes Stück. Oh Gott. Unten lang oder hier oben lang? Ich glaube, wir müssen da unten lang. Kein Bein gebrochen, das ist schon mal gut. So, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind gerade noch. So, wir laufen einfach mal. Wir müssen immer, glaube ich, so in diese Richtung.
Ach, jetzt sind wir hier beim Drogenlabor. Ja, genau, das sieht gut aus. Ich habe gerade noch diese Kokosnuss entdeckt. Trinken. Sammeln. So, dann gehen wir erstmal dahin. Wo? Ist sie? Hier ist die Plantage. Hallo? Drogencamp? Bitte, liebes Drogencamp, wo bist du? Scheint nicht das Drogencamp zu sein, ich scheine woanders zu sein. Das ist ein riesen Ameisenhügel. Gott verdammt, sind hier viele Tiere. Was ist hier los? Riesenparty! Was sagen die Vitalwerte? Wow! Uns geht's fast besser, als wie wir losgegangen sind. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Super. Lassen wir natürlich nicht liegen. Auch die essen wir. Gut, aber Kohlenhydrate sind wir momentan voll. Kohlenhydrate an sich sind wir auf jeden Fall voll. Der kleine Teich. Jetzt sind wir an dem kleinen Teich. Von hier aus war es welche Richtung? Ich glaube die, ne? Nein, jetzt bin ich in die Ameisen reingerannt. Shit. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber wir hauen da jetzt erstmal einen Verband rum. Okay, hilft nicht. Ach, Blutegel auch noch. So. Gut, mit dem Ausschlag müssen wir jetzt leben. Gut, ich meine, wir haben Kokosnüsse in dem anderen. Anderem haben wir die auch noch, ne? In dem anderen Lager, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich richtig laufen. Blaue Pilze ist gut. In der Nähe sollen immer Paranüsse sein. Nicht immer, aber häufig. Ich würde nämlich gerne so eine Paranuss, brauche ich eine für einen Schwimmer. Damit wir eine Angel bauen können. Ist das... Ja, das ist der Fluss, ne? Da vorne ist unser altes Heim. Wir haben es echt geschafft. Ohne uns großartig zu verlaufen. Mensch, ich bin ja stolz. Und ohne gefressen zu werden. Ohne den Sängern entgegenzulaufen. Haben wir auch das gefunden. Super. Das stecken wir uns auch wieder in die Tasche. Das ist für unterwegs immer sehr praktisch. Da ist es. Altes Heim. Wie geht es dir? Unbekannte Früchte. Meine Güte.
Wahnsinn, guck mal, hier ist unser Federlager noch daneben. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier haben wir die Seerosenblüten auch. Und Knochen, Kräuter, Kohle. Ja. Ich glaube, das sind wirklich die wichtigsten, die wir mitnehmen sollten, diese Schildkrötenpanzer. Oh, wie viele lange Stöcker wir hier noch haben. Gut, das kann aber nicht schaden. Auch Lehm liegt hier rum und oi, 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 oi. Hoho. Der alte Lehmofen, die Lehmdusche. Die großen Steine. Nochmal Lagerfeuerasche. Eine Matratze zum Schlafen. Ich würde auch fast sagen, wir bleiben hier eine Nacht. Ich weiß nicht, wie der Tagesrhythmus so ist. Steht auch hier nicht auf der Uhr. Warum soll ich mich jetzt angucken? Ich kann an diesem Ausschlag nichts machen. Mich haben Ameisen angeschissen. Angepinkelt. So. Alles andere ist okay. Das heißt, für uns, wir wollen jetzt gucken. Den können wir sammeln. Den auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Federn craften sollte. Maximum nehmen. Und was brauchte ich denn noch? Federn soll ich schon Steine craften. War das eine Steinklinge? Nee, eine Steinklinge kann ich nicht sammeln. Herstellen. Das müsste ich doch eigentlich im Tagebuch schon drin haben, ne? Das. Ein kleiner Stock. Und zwei Federn. Oh, ich habe einen großen Stock genommen. Kleinen Stock. Den St Ach, okay. Das ist ein normaler Pfeil. Ich denke, das wäre ganz gut, wenn wir hier uns wirklich so ein Batzen Pfeile hier irgendwie unten machen. Weil wir, wie ihr seht, wir haben hier. Aber ich wollte noch mal, man kann auch irgendwie mit Steinspitzen machen. Oh, ist das nervtötend, oder was? Herstellen, wieder drücken. Ich meine, wir haben immerhin einen Bogen bei. Wir können ihn bloß nicht benutzen. Und irgendwie ging es aber auch noch. Geht er mit einer Steinklinge noch? Nee. Wahrscheinlich gibt es einen Stein und noch einen Eisenpfeil. Ich weiß nicht, wie man den macht. Ein Stein, zwei Stein, drei Stein. Drei Stein geht nicht. Zwei Steine mit Kohle. Vielleicht zwei Steine mit einem großen Stein? Dass man irgendwie Steinsplitter kriegt? Die waren doch hier irgendwo gelagert. Da. Einen großen Stein, einen kleinen Stein. Tausend große Steine. Okay. Großen Stein kann man gar nicht craften. Ich guck mal kurz ins Tagebuch. Ist hier kein Tag für Werkzeug? Stockrüstung, die ist ja neu. Knochenaxt. Ja. Kleiner Stock und Feder. Oder es gibt halt noch ein. Das möchte ich jetzt nur mal ausprobieren. Wir haben hier noch einen Knochen. Den muss man ja auch irgendwas craften können, wahrscheinlich. Ein Knochenpfeil gibt es aber nicht, okay.
Knochen haben wir noch nicht so viele, da würde ich eventuell sogar sagen, die nehmen wir mit. Aber erstmal machen wir uns jetzt noch schnell ein paar Pfeile. Ach, okay. Gut, okay. Aber wir brauchen Pfeile ja auf jeden Fall. Ich nehme jetzt erstmal die aus dem Inventar, dass wir da keinen Platz mehr vergeuden. Bis auf 12 Pfeile können wir gehen. Ganz wichtig sind, wie gesagt, die. Ich habe jetzt ja zweimal Kokosnusszeug und die sind noch hier drinne, was sehr praktisch ist. So klumpen sie uns das hier nicht zu, weil das ist ja das, was immer so am Explodieren ist. Das heißt, da können wir dann nachher Kokos oder Kokosnüsse haben wir dann ganz gut. Aber die Schildkrötenpanzer auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde ja am liebsten eine ganze Schildkröte mitnehmen. Achso, die haben auch bloß eine gewisse Haltbarkeit. Kann man die denn doch wieder aufsammeln? Na gut, wenn man sie findet. Das ist vielleicht so ein bisschen, ne, der Punkt dabei. Wer will hier was? Ich habe jetzt Pfeil und Bogen. Ich bin jetzt ein richtiger Jäger. Boost. Okay. Gut, Rucksack. Ja, wir müssen hier alles Stück für Stück einsammeln und ordentlich sortieren. Genau, die beiden nehmen wir mit. Was brauchen wir noch? Die Dosen und so weiter. Wo lagern die sich denn ein? Ich würde auch Dosen mitnehmen wollen. Gucken, wie das jetzt hier alles reinpasst. Denn die können wir zu Metall schmelzen. Müssen nur mal gucken, wie die sich gleich stacken. Gut, sie stacken sich halt überhaupt nicht. Lassen ein paar davon hier, aber ein paar nehmen wir mit. Turm gebaut. Okay. Wir haben noch ein bisschen Luft. Ich würde jetzt noch mal gucken. Das sieht auch sehr gut aus noch. Ob ich eventuell noch mal eine Schildkröte finde. Hier hatten wir uns ja damals auch schon immer mal die eine oder andere Schildkröte geholt. Psst, Ruhe. Allerdings haben wir hier auch schon die ein oder andere Wildkatze gesehen. Von daher ist ein bisschen gucken angesagt. Ich glaube, Bananen brauchen wir gerade nicht, ne? Nee, auf keinen Fall. Kann ein paar essen. Hoppala. Ohlala, Schlange, wer es geht. Guck mal, hast du gesehen, hab ich voll verworfen. Na super. Ein Treffer und Nummer 2. Alter, wie oft werfe ich Steine? Wie. Willst du mich jetzt verarschen? Nur wenigstens kann ich die Nüsse essen. Den Stein nochmal aufsammeln, so. Na, geht doch. So, dann haben wir nämlich gleich nochmal ein bisschen Schlangenfleisch. Eine Schildkröte ist leider nicht da.
Dann nehmen wir die mit. Kein Platz mehr. Wahrscheinlich, wenn ich das hier so ein bisschen sortiere, haben wir auch noch Platz für die. Na. Gut, dann bewegen wir uns jetzt zurück. Dass wir nämlich schlafen können. Habe ich mich jetzt verlaufen? Bin ich hier richtig? Oh nein. Das Ding erinnert mich an unseren Katzenangriff. Irgendwo da oben. Ich bin doch falsch gelaufen, oder was? Ich laufe jetzt zurück. Mann, ich wollte nur kurz an der Schildkröte gucken. Jetzt habe ich natürlich Angst wegen diesem blöden Jaguar, der hier mal war. Ich suche immer noch so eine blöde Paranuss. Ich werde jetzt immer bei blauen Pilzen, da muss ich halt mal so ein bisschen gucken. Wie gesagt, da in der Nähe sollen sie vermehrt sein. Jetzt sehe ich mein Problem, ich habe das Flussufer gewechselt. Das hat mich jetzt gerade so verwirrt. Aber nur deswegen habe ich das Flussufer gewechselt. Passt noch alles? Passt alles geil. Okay. Dann sind wir auch gleich wieder da, können eine Runde pennen. Sieht ja total super aus, ne? Dann trinken wir was und dann geht's in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir es schaffen zurück. Und Fische sind hier auch drin, die können hier drinnen leben. Was ich mir überlege, ob ich hier wirklich halt langer Stock so viel wie ich tragen kann mitnehmen sollte. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch, oder? Scheiße, ich muss aufwachen. Hallo? Die drückt... Da, mein Finger lag falsch. So. Ich hab doch hier schon wieder irgendwas. Bevor mir das mein... Boah, alles voll Igitt. Bevor ich hier nachher an geistiger Gesundheit deswegen sterbe, habe ich keinen Bock drauf. So ein bisschen weil Zeit ist ja sogar noch bis zum Morgen. So, ausgeschlafen sind wir, voll und ganz. Es ist auch schon hell. Nein. Oh verdammt, da ist was verdorben. Shit. Na gut. Hallo, du sollst ein... Keine kleinen Stöcker mehr, wa? So. Jetzt. Rucksack, so. Dann machen wir jetzt ein Feuer, bereiten uns drauf vor. Bitte sag, ja, ich habe noch trockene Blätter. Ich hätte sonst zwar noch das Vogelnest, aber da das diese extra Position belegt, möchte ich das gerne halten.
So, wir braten uns das jetzt. Das hier können wir sammeln, weil das brauchen wir nicht. 9 Stunden. Ich weiß nicht, ob wir es in 9 Stunden nach Hause schaffen. Und ich muss sagen, ich würde es schade finden, wenn das Ding vergammelt, ne? Gut, ihr braucht noch einen Moment. Guck mal kurz auf die Uhr. Trinken müssen wir. Danke, das wollte ich auch eh nicht. So. Ich glaube, Wasser sollte voll sein, genau. Ein paar Kohlenhydrate könnten wir noch gebrauchen. Da haben wir ein... Hallo. Ich bin gerade komplett raus bei den Tastenkombis hier. Das können wir essen und das. Dann ist das gesichert. Vielleicht können wir nochmal 2 Nüsschen mitnehmen. Nein. Ach komm, lass das Wetter jetzt gut bleiben, bitte. So. Komm, wir braten das Schildkrötenfleisch. Die hält noch ein bisschen länger. Das machen wir so, das schmeißen wir hier hin. Boah, wie das da alles in meinem Inventar krabbelt, ne? Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Und dann hast du da deine Bananen neben. Neben den ollen, ekelhaften Teilen. Gut, Leute. Das reicht jetzt aber erstmal. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann sind wir fertig und dann... Ich habe mich so auf Sonne gefreut. Geht's im Scheißwetter wieder zurück. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.